Hallo Leute, hier ist wieder André und ich begrüße euch zu einem neuen Whisky aus der Speyside. Eine Destillerie, die jetzt nicht so riesig bekannt ist für ihre Single Malt, ist auch keine große Destillerie, und zwar heißt die Speyburn. Ja, und diese Destillerie hat einen neuen Whisky auf den Markt gebracht, einen 15 Jahre gereiften in amerikanischen und spanischen Eichenfässern. Ja, das heißt also, wir gehen davon aus, dass es Bourbon- und Sherryfässer sind. 15 Jahre, und was besonders gut daran ist, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Ah, ich gebe mal im Hintergrund die Wand. Oh, und ich muss mal dann hier das Etikett mal runter machen. Das macht es noch etwas dunkler, als es wirklich ist. Ja. Das heißt also, eine schöne Mischung, wie wir es bei anderen Destillerien haben, mit Double Wood, Double Oak und wie sie auch immer alle heißen. So ähnlich machen die das auch. Ja, Speyburn gefällt mir deswegen, denn ich habe den 10-Jährigen schon vor längerer Zeit probiert. Hat mir sehr gut geschmeckt, obwohl er sehr günstig ist. Ich glaube, so um die damals 22 Euro, 25 Euro wird er wahrscheinlich jetzt noch zu haben sein, 10 Jahre. Ich hatte ihn sehr malzig und süß und angenehm in Erinnerung. Und dann gibt es auch immer noch einen, der ihn vielleicht als unter Whisky-Fetischisten nicht so attraktiv macht. Und zwar deswegen, weil ein Speyburn Brandon Orach, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, jedes Mal zur Weihnachtszeit im Aldi zu finden ist. Und zwar für 19,99. So das ganze Jahr über kostet er so um die 21, 22 Euro. Ohne Altersangabe. Ich glaube, Peterhead hat mal ein Video darüber gedreht. Ich selber habe den noch gar nicht probiert. Den 10-Jährigen, wie gesagt, mag ich. Und ich freue mich ganz besonders auf den 15-Jährigen. Und hoffe natürlich erstens mal, dass er schmeckt, denn ich möchte ihn auf der Messe ausschenken, und wer zufällig Mitte Februar nach Erfurt kommt, kann den natürlich dort auch probieren. Ich habe ein paar Flaschen dabei. Ne? Ja, die Flasche hier jetzt, dann der 15-Jährige, kostet 55 bis 60 Euro. Klar, 15 Jahre und diese Qualitätsmerkmale, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, das ist schon auch immer eine preisliche Geschichte. Aber wollen wir mal hoffen, dass er auch sein Geld wert ist. Und dann werden wir ihn mal öffnen. Ja, ja, so. Das Glas habe ich gar nicht mehr, oder das? Bleiben wir in der Space halt, wenn man ein Benriach-Glas. Ja, schöner Korken. Also was die gut gemacht haben diesmal, warum sie mich auch neugierig gemacht haben, bei Instagram ständig irgendwelche super Fotos gepostet, dass ich richtig begeistert war und den unbedingt haben wollte. Dachte nicht, dass der, ich weiß auch nicht, ob der limitiert ist. Jedenfalls dachte ich, dass der in größeren Mengen produziert ist. Der Importeur hat ihn ja irgendwann eine Mail geschickt, und ich habe ein bisschen überlegt, hin und her, Planung für die Messe. Jedenfalls wollte ich, glaube ich, so circa nach einer Woche dann bestellen. War alles weg. Das heißt, ich musste ihn beim anderen Händler dann einkaufen, etwas teurer. Aber ich habe ihn. Ganz klar. Und jetzt wollen wir uns ihm widmen. Ja, wie gesagt, das Etikett lang lag da hing daran. 1897 gegründet von John Hopkins. Der entdeckte also quasi einen einzigartigen Flecken Erde in der Speyside, im Herzen der Speyside. Smooth Whisky, also ideal für um weichen Whisky zu produzieren. baut das seine Destillerie. Und aha, ja, das ist die Grandy Burn, ist quasi die Quelle, wo Speyburn das Wasser bezieht.
However, genau wie auch immer, der Pur war da, die Elemente und alles, das war also wert, das weiter zu entwickeln. Das kann was? Die nehmen das Wasser vom River Spey? Nee, nee, nee. Keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig übersetze. Jedenfalls, dieser Whisky wird jetzt produziert in über 15 lange Jahre in handselektierten American Oak and Spanish Oak, also amerikanischen Eichen und spanischen Eichenfässern. Und umspielt von der frischen aromatischen Luft und der bewaldeten Hügel. Und so wird diese goldene Flüssigkeit ziemlich mild und weich und ohne Chill-Filtering und Coloring, also wie gesagt, ohne Färbung und ohne Filterung. Genau. Full-bodied and complex stem. Also da bin ich mal gespannt, ob das uns auch so erwartet. Mit Noten von dunkler Schokolade, Vanille, Zitrus, Rosinen und Würze. Cremig in a finish, warm, long. Lasting Finish. Ah, also ein langes Finish, da bin ich mal gespannt. Also, sorry, muss ich jetzt mal kurz vorlesen. Ja. Süß schon in der Nase. Ah, was mir gut gefällt, und ich merke es auch gleich an der Nase, der hat ein bisschen mehr Alkohol, und zwar 46%. Also. Die machen wirklich jetzt mittlerweile was gut. Oh, ey, schön süß. So eine Malzsüße. Oder wie Fudges. Oder diese Bonbons, wenn es also noch nicht lutscht. Die Fudges. Habe ich ja etliche Dosen. Ich esse die auch ziemlich gern. Richtig süße Nase. Fruchtig. Na gut, ich habe es jetzt gelesen. Das ist immer ein bisschen ein Nachteil, wenn man liest. Rosinen. Aber es stimmt. Diese Süße. Sultanin, Rosinen. Gut, ich weiß auch nicht, was da der Unterschied ist. Aber ich esse es gern. Wirklich schön. Vanille, definitiv. Das hat aber ein bisschen gedauert, bis die Vanille so kommt. Oder habe ich sie aufgrund der Süße gar nicht so geschmeckt, gerochen? Also, das Lunch, Freunde. Würze ist dann da. Frucht. Komme ich jetzt aber eher zur Orange. Also ein bisschen Süße. Klar, Süße. Aus Süße ist wirklich gut da. Aber im Geschmack habe ich jetzt irgendwie keines. Rosinen. Cremig. Mann. Also, ihr könnt gut. Machen Sie eine gute Geschichte. Ja, die Distillerie Speyburn befindet sich im Ort Roses. Ein bekannter Ort in der Speyside. Liegt sehr idyllisch. Wir sind damals gefahren, nachdem wir Benriach besucht haben, also von Longmorn her. Oh,
Die Straße weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls geht es dann so ein bisschen runterwärts in den Ort rein, zu Roses. Und da, also wenn man, wie gesagt, von Longmorn herkommt, runterwärts linke Seite, liegt diese Distillerie. Die hat, es ist so eine schöne Aufnahme. Du musst anhalten, du musst einfach mal ein paar Fotos machen. Da hinten die bewaldeten Hänge und da diese typischen Gebäude einer Distillerie in Schottland. Oh, herrlich, wirklich wunderbar. Wir haben sie besucht, weil ich damals schon den 10-Jährigen probiert hatte. Aber leider sind die nicht offen für Besucher gewesen, also haben keinen Visitor-Sender und produzieren einfach nur. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, denn ganz klar, mittlerweile sind ja so viele Besucher insgesamt in Schottland, dass das auch ein wirtschaftlicher Faktor für jede Destillerie ist. Gut, die brauchen immer ein paar Leute, die dann durchführen. Ja, du kannst natürlich Glück haben wie wir, dass wir manchmal bei Destillen ankommen, wo eigentlich die Öffnungszeiten beendet sind, aber enthusiastische Mitarbeiter dann doch dir die Distillerie zeigen. Aber vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt bisher, keine Ahnung. Och, ist das süß. Da wird ja immer kräftiger von der Süße. Wir haben wieder das Phänomen. Lass den ein bisschen im Glas. Etwas Zeit braucht er. 15 Jahre, also Respekt. Habt ihr gut gemacht. In wessen Händen ist das? Ja, zum Konzern oder so kann ich euch gar nichts sagen. Da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Wie gesagt, ist wirklich sehr gut geworden. Zuckerwatte. Ich würde ja sagen Marshmallows, aber ich esse sowas nicht und daher. Jedenfalls süß. Ich habe nur gehört, sie sollen süß sein. Cremig, herrlich. Und wirklich lange. Ich habe den die ganze Zeit jetzt gespürt. Die Würze vom Fass kommt durch, aber nicht zu streng. Das heißt, es könnten also wirklich sehr viel mehr amerikanische Eichenfässer gewesen sein als europäische. Der Sherry-Fassanteil würde ich auch nicht 50-50 sagen, sondern allein nach den 15 Jahren im Vergleich zu ganz anderen, die auch eben Double Wood haben, würde ich eher sagen, vielleicht lass 25, also ein Viertel Sherry-Fässer sein und drei Viertel amerikanische Bourbon-Fässer. Aber ist egal, ist gut geworden. Respekt. Probiert ihn. Wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich bald. Bleibt gesund bis dahin. Euer André.